flotter Dreier bei OnlyFans, mit einem Foto, das Laura Müller gemeinsam mit zwei fremden Männern im Bett zeigt, sorgte die Wendler-Gattin für viel Furore. Jetzt ist klar, was wirklich dahinter steckt. Sie liegt in sexy Strapsen auf den Rücken. Neben ihr auf dem Bett wälzen sich zwei junge Männer, auch sie haben wenig an. Mit diesem Foto erstaunte Laura Müller ihre Fans kürzlich bei Instagram. Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht, schreibt sie vielversprechend dazu. Hat sie etwa einen Porno gedreht? Die Fans sind gespalten. Einige glauben, Laura sei vollkommen abgerutscht. Von Playboy zu Billigpornos ging es aber ganz schnell steil runter, heißt es beispielsweise unter den Kommentaren. Andere wiederum sind überzeugt davon, dass es alles nur heiße Luft ist. Kann doch auch ein Musikclip sein, wird es auch, ist sich jemand sicher. Jetzt ist klar, was wirklich hinter dem Video steckt. Laura Müller, macht sie jetzt Musik? Wie Bild herausgefunden haben will, soll es sich nämlich tatsächlich um ein Musikvideo handeln. Wer die beiden kennt, wird aus den Worten herauslesen, dass hinter dieser Aktion sicherlich mehr steckt als ein Porno. Denn viele haben möglicherweise vergessen, dass Laura in der Vergangenheit vor allem eins abgelehnt hat, die Veröffentlichung eines Musiksongs. Das ist eine Szene aus dem kommenden Musikvideo, erklärt eine Freundin der Wendlers dem Portal. Damit hatten viele Follower recht. Bleibt nur die Frage, wie gewagt das Musikvideo am Ende ist. Aber dafür müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Denn die Frau von Michael Wendler hat erst für den 18. April Neuigkeiten angekündigt.